Ja, sehr verehrte Besucherinnen und Besucher des ersten Schweizer Bio-Ackerbautags, geehrte Bäuerinnen und Bauern, geehrte Gäste aus der Politik, aus Verbänden, Firmen, Organisationen und den Medien, der Forschung und der Verwaltung. Mein Name ist Stefan Jaun, ich arbeite bei BioSwiss und ich bin der OK-Präsident des heutigen Tages. Das heißt, wenn etwas schief kommt, könnt ihr euch bei mir beschweren. Wenn es gut kommt, könnt ihr allen Beteiligten gratulieren. Als wir vor einem Jahr diskutiert haben, ob wir diesen Tag durchführen wollen oder nicht, haben wir gesagt, ja, wir machen das, aber es muss etwas sein, das eine Strahlkraft hat, das ein Zeichen setzt in die ganze Landwirtschaft hinaus und den Schweizer Biolandbau, den Schweizer Bioackerbau insbesondere vorwärts bringt. Wenn Sie sehen, dann überlegen Sie sich, welches ist das beste Saatgut. Wenn Sie pflegen, studieren Sie nach dem besten Hackgerät. Wenn Sie verkaufen wollen, überlegen Sie sich, wer ist der beste Käufer. Wenn Sie sich beraten lassen wollen, denken Sie und schauen, welches ist die beste Beraterin, der beste Berater. Und wenn Sie sich am Markt oder in der Politik vertreten lassen wollen, überlegen Sie sich, welches ist die beste Lobbyorganisation. Sie haben nun einen ganzen Tag Zeit, diesen Fragen hier nachzugehen, mit den betreffenden Personen zu diskutieren, untereinander zu diskutieren. Profitieren Sie davon und ich hoffe, dass dieser Tag Sie, auch Sie persönlich, vorwärts bringen wird. Ermöglicht haben dies nebst dem Engagement der Trägerorganisationen sowie den Versuchs- und Präsentationspartnern Agroskop Art, Biofarm und Getreidezüchtung Peter Kunz, vor allem unsere Sponsoren, und diesen möchte ich ganz herzlich danken. In erster Linie geht ein herzlicher Dank an unseren Hauptsponsor, den Coop-Fonds für Nachhaltigkeit, sowie die Sponsoren Agrisano, Alternative Bank Schweiz, Andermatt Biocontrol, Steiner Mühle, sowie unseren Medienpartnern, die Fachzeitung Schweizer Bauer. Ohne sie wäre diese Veranstaltung nicht möglich gewesen. Sie finden die Sponsoren auch hinten auf dem Versuchsführer aufgelistet. Ich bitte um einen kurzen Applaus. Zusätzlich danken möchte ich Biofarm für den gesponserten Süßmost beim Mittagessen. Und